Und hallo und willkommen zurück zu Grim Legends 3 oder Grimmige Legenden 3. The Dark City oder die dunkle Stadt. Ich muss jetzt hier noch unten in den... Weiß ich gar nicht. Oh. In den... ja, weiß ich nicht, geheimen Bunker dort. Was muss ich denn hier machen? Ich müsste erstmal rausfinden, was ich... Das sieht aus, als gibt es das doppelt. Aber das sieht anders aus. Sehr merkwürdig. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Reliquie ist nicht komplett. Kann ich die Maske benutzen? Die Maske, die ich von den Dienstmädchen habe. Ich weiß nicht, was ich da eingeben soll. Da fehlt noch irgendwas. Am Eingang fehlt auch noch irgendwas. Da komme ich nicht ran. Was sagt denn meine Karte? Hier. Ich müsste hier was machen, aber hier komme ich doch nicht weiter gerade. Bin ich hier richtig? Warte mal, wo bin ich jetzt nach der Karte? Immer noch hier. Das heißt, ich muss eigentlich hier weitergehen. Ich muss das zusammensetzen hier, ne? Das... Macht er nicht. Da geht's los. Dann geht's dahin. Dann dahin. Nee. Okay. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung gehabt, aber passt schon. Wow. Oh. Wow. Zu close. Wow. Ja, das war wirklich. Da wäre jetzt aber ein Kopf kürzer gewesen. Da ist noch so ein Ding. Noch ein Versteck. Ich frage mich, wie es sich öffnen lässt. Ich denke mal, hier muss ein Schlüssel oder eine Figur rein. Das war ein Loot. Da steckt noch was im Boden. Das sieht nicht gut aus. More traps. I need to be careful. Das habe ich befürchtet. Okay, das heißt, ich komme wahrscheinlich erst dahin, wenn ich... Kann ich jetzt dahin? Ja, kann ich. Will ich noch weiter eigentlich? Okay. Ich möchte nur ungern von diesem Pendel in Stücke geschnitten werden. Ich habe hier eine Reliquienscheibe und eine Reliquienscheibe 2. Dann gehe ich zurück. Das sind ganz, ganz böse Dinger hier. So, können wir die hier einsetzen? Du da rein, du da rein. Okay, und jetzt muss ich, Achtung, meine Güte, Dinge finden. Okay, das sieht fast aus, wenn ich das suchen muss. Das, das. Was brauchen wir noch? Das Ding hier, die grünen Sachen, das da. Das hier auch noch. Was fehlt denn noch? So eine Art Urne, das wird hier sein. Das Ding ist schon mal weg. Okay, dann haben wir hier noch was am Arm. Und jetzt noch so hölzerne Dinger. Das Ding hier. Das Ding da. Und noch ein Bogen in grün. Der müsste hier versteckt sein, ne? Da. Was ist das? Ein Zepter. Ein Stab, okay. Was mache ich mit dem Stab? Hier rein? Ne, da gehört er nicht hin. Moment, kann ich mit dem Stab mir den da angeln? Alles klar. So, was haben wir hier Tolles? Ein Kryptex. Oh. Oh je. Ich brauche einen Code, um ihn zu öffnen und um Solomons Geheimnis kennenzulernen. Ja, das Problem ist nur, wenn wir das falsch öffnen, dann ist die Nachricht zerstört. Das kennen wir ja. Okay, ich habe einen Stab. Kann ich den Stab zufälligerweise... Nein. Warum kann ich die Tasche noch gucken? Da ist was eingenäht worden, da. Aha. Kann ich aber nicht öffnen, ich habe nichts Scharfes dabei. Kann ich den, nein, den Stab da reinsetzen? Nein, geht nicht. Ist ein Versuch wert gewesen. Okay, da geht auch nichts. Ja, also kann ich hier die Tasche... Ich will die Tasche gerne aufschlitzen, ja, das geht nicht. Es muss etwas Besseres geben, als das hier zu benutzen.
Nimm den Enterhaken. Der Enterhaken ist aber zu kurz. Kann ich nicht so ein Speer hier rausnehmen? Ein Stolperdraht. Wahrscheinlich kann ich ihn entschärfen. Ja, ich würde gerne hier irgendwas dranhängen. Das wäre toll, aber was? Was hat er mal eine schlaue Karte? Hier muss ich was machen. Also muss ich hier bleiben. Okay. Warte mal. Nein, ich wollte mir den Boden angucken. Was ist denn los heute? Okay. Wenn ich da drauf drücke, geht das Ding los. Ich würde das gerne da hinlegen. Geht das nicht? Wie kann ich das blockieren? Mit der Tasche würde ich das aber auch ungern machen. Also ich muss was mit der Platte machen. Ich würde da gerne was zwischenklemmen. Haben wir hier denn irgendwas zum Einsammeln? Da ist der zweite Teil der Kathedrale. Da hinten, ne? Ja. Tja, also ich habe gerade keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier unten muss ich was machen auf jeden Fall. Das heißt, ich muss hier was finden, um das zu entschärfen. Da lag aber auch nichts, ne, was ich so mitnehmen kann. Nee. Das Kryptex. Die Bodenplatte. Wenn ich die Mitte, bewegt sich das Ding. Ich würde ja gern das Ding hier nehmen, aber das geht nicht. Da gibt es sicher bessere Ideen, ja. Das zieht alles für die Bodenplatte hier, okay. Ich möchte ungern von diesem Pendel in Stücke geschnitten werden. Was kann ich denn da machen? Kann ich die... Nee, die Maske kann ich mir nur angucken. Das sieht aus, als kommen hier noch mehr Masken dazu, habe ich so das Gefühl. Ein Stab und ein Greifhaken. Kann ich damit nicht die Platte fixieren, dass das Ding irgendwie stehen bleibt oder so? Geht nicht. Ich muss hier was machen, aber ich habe doch kein Messer an nix. Hier ist ein Speer. Gib mir doch so ein Speer hier raus. Da dreht sich das Ding. Da guckt ein Speer raus. Mich wundert, warum. Warum guckt ein Speer raus? Ein Stolperdraht, wahrscheinlich kann ich... Was? Wahrscheinlich kann ich ihn entschärfen. Ja, ich würde ihn gerne entschärfen. Ich würde ihn gerne irgendwie durchschneiden. Aber mit was? Das dreht sich. Was haben wir denn hier? Was sagt denn? Besiege die Kreaturen und rette das Mädchen, geh ins Theater. Ne, das haben wir schon alles erledigt. Die Aufgaben sind alle erledigt, also muss ich hier einmal weiterkommen. Okay. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Ich kann die Bodenplatte betätigen, aber ich würde sagen, ich betätige die Bodenplatte erst, wenn ich hier was gemacht habe. Wahrscheinlich kann ich in den Chef. Kann ich das da nicht hinlegen? Das kann ich auch nicht machen hier. Da hinten liegt noch mehr, aber ich komme da nicht hin. Kann ich wahrscheinlich entschärfen. Da ist noch ein Code und hier ist die Tasche. Mit was entschärfe ich das denn jetzt? Ich kann hier das Ding zum Drehen bringen. Warte, warte. Das dreht sich da hinten mit dann. Okay. Warum guckt das hier raus? Kann ich das nicht mitnehmen hier? Nee. Der Stolperdraht ist so offensichtlich. Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Irgendwas, was hier hängt? Irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe? Da kann ich nichts mehr. Kann ich das Kryptex da reinhängen? Dann kann ich nicht. Jetzt stehe ich gerade echt noch im Schlauch. Ich muss hier was machen. Wenn ich nach oben gehe, bin ich wieder oben, ne? Jupp. Ich muss hier was machen. Den Stolperdraht entschärfen. Kann ich den Stolperdraht so entschärfen? Ich kann ihn wahrscheinlich entschärfen, aber womit kann ich ihn entschärfen? Etwas eingehen. Kann ich hier mit dem Haken das... Nein, kann ich nicht. Ich habe auch kein Messer dabei und nichts, ne? Das gibt's ja nicht. Jetzt stehe ich hier echt auf dem Schlauch. Das ist ja doof jetzt. Ich habe doch sonst immer alles gefunden, aber jetzt habe ich hier gerade irgendwie keinen
einiges. Ich kann die Platte bewegen, aber das hilft mir nicht weiter. Kann ich die... Ne, die Tasche kann ich da nicht hin. Ich will immer noch die Tasche da hinlegen, aber das funktioniert nicht. Was mache ich denn jetzt? Den Stolperdraht weiß ich jetzt nicht. Aushaken. Man müsste gucken, wo der hängt. Da, kann ich da irgendwas machen? Ne. Auf der Seite auch nicht, ne? Ne. Das hier ist sehr verdächtig. Warum guckt da ein Speer raus? Das irritiert mich. Hier gucken die Speere hier raus. Das sieht doch alles zur Platte. Und da guckt ein Speer so raus. Das ist sehr merkwürdig. Kann ich das hier irgendwo hinlegen? Nee. Tja, was mache ich denn da? Tasche geht nicht. Kryptex, wir legen das Kryptex hier hin. Ah, nee, das kann ich auch nicht machen, okay. Die Maske geht auch nicht, weil das alles Items sind. Nee, okay, die einen Rahmen haben, kann ich nicht einsetzen. Ja, dann, weiß ich jetzt auch nicht weiter. Da muss ich mir doch einen Tipp geben lassen, wa? Noch ein Versteck. Ich frage mich, wie es sich öffnen lässt. Gute Frage. Das sieht aus, es muss hier was durch die Gegend geschoben werden. Es muss doch irgendwas geben hier. Zweite Drahl der Kathedrale. Kann ich hier nicht drüber rüberspringen oder so? Der Schrein des Ordens. Ich kann große Mengen magischer Energie spüren, die er abstrahlt. Aber ich komme leider nicht hin. Ja, ich habe keine Ahnung. Der Stolperdraht. Ich kann ihn entschärfen. Die Frage ist, wie. Der leuchtet immer nur auf der Seite hier. Ich würde ihn gerne auslösen, dann, aber das Problem ist, ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich muss mir einen Tipp geben lassen. Geht nicht anders. Ich soll das Ding auf der Seite benutzen. Ach so. Okay, jetzt bin ich wieder rausgegangen, weil doof und so. Okay, das Ding habe ich gesehen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das tatsächlich rüberziehen kann. Okay. Jetzt kann ich das Ding abschneiden. Wow. Okay. Und ich kann das jetzt hier aufschneiden. Ein Schlüssel. Hat Solomon dieses Bild zerrissen? Das sind bestimmt die, ich hätte es beinahe gesagt, die Anfänger hier, ne? Oder die erste Gruppe sozusagen. 2, 3, da haben wir schon mal zwei Ziffern. Ja, das, eigentlich so offensichtlich und doch wieder nicht. So, wo geht's denn jetzt hier, ne? Wow. Okay. Jetzt geht das hier noch weiter? Okay. Dieses Klima bewegt sich kein Millimeter, sondern wüsste, was zu tun ist. Da ist ein Schlüssel. Oh je, ziehe den Schlüssel einmal über alle Knotenpunkte, achte auf die Klingen. Jetzt. Gehen die Klingen hier wieder raus? Achte auf die Klingen. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge. Aha, okay. Die kommen da raus. Das Problem ist, wenn ich hier lang gehe, geht bestimmt die Klinge darunter. Nee, da komme ich nicht hin. Ich muss ja alle Knotenpunkte einmal ziehen. Das heißt, der blockiert den. Okay. Nochmal zurück. Also muss ich oben lang gehen. Oder unten lang? Verspielt mir den Weg dahin. Das geht also auch schon nicht. Da runter, da hoch, da runter, da hoch, da runter. Dann nach ganz unten. Da
Das setzt die Klinge hier ein. Naja, dann wieder hoch. Okay. Hier muss ich 3 Klingen aktivieren. Oha. Jetzt ist die Frage, wenn ich den aktiviere, welche Klinge macht der? Ich würde sagen, ich muss nach unten gehen. Okay, das war falsch. Das war falsch. Dann nach oben. Nach unten. Okay. Okay. So, jetzt kommen wir hier durch. Und ein bisschen wimmeln, okay. Sehr gut. Jetzt müssen wir wieder Sachen finden. Okay, das... Die Speer fehlt der untere Teil, den ich brauche. Ach, jetzt muss ich erstmal alle Sachen finden hier. Das, das, das. Was waren denn hier noch? Dinge. Dinge fehlen hier. Warte mal, da ist noch irgendwas versteckt. Da ist noch was versteckt. Das hier gehört noch dazu. Das hier gehört dazu. Sie gehört dazu. Moment, da war irgendwas. Was? Das kann ich jetzt mitnehmen. Okay. Rote Dinge noch. Da ist noch was. Hier im Helm ist noch was drin. Das ist sehr fies versteckt hier im Helm sogar. Okay. Ist hier noch irgendwas zu öffnen, von dem ich nichts weiß? Nee. Okay, der Teil ist fertig. Da fehlt nur noch der Bogen. Der sich wo versteckt? Keine Ahnung. Das ist ein Schwert. Ist das noch ein Teil? Nein. Da war nichts mehr drin. Okay. Was fehlt mir denn jetzt noch? Da fehlt ein rotes Stück. Und da fehlt noch der Hebel. Die beiden Sachen. Sind die hinten irgendwo? Die letzten Stücke fehlen wie immer. Da ist auch nichts zu sehen. Ich hätte ja das Ding hier mitgenommen, aber das zählt ja nicht. Ich muss ja hier so ein rotes Stück finden. Wo ist denn das rote Stück überhaupt? Ich sehe das nicht mal. Das ist nicht mal rot. Achso, rot war versteckt. Okay. Jetzt muss ich nur noch das letzte Teil finden. Das versteckt sein. Das ist so ein Bogen mit so einem, weiß ich nicht, mit einer Spannvorrichtung dran oder sowas. Das sehe ich hier aber überhaupt nicht. Da ist nichts zu sehen. Jetzt wahrscheinlich schon wieder gefunden. Ich muss noch ein bisschen tüfteln. Leider, leider. Da ist noch eine Axt. Also hier liegt es nicht. Helm. Das müsste eigentlich auffallen. Oder etwa nicht. Das wird eine Armbrust auf jeden Fall. Die Frage ist, wo ist das letzte Teil? Ich finde das nämlich gerade nicht. Das sind doch Schwertteile hier. Da ist die Axt. Und da hinten im Hintergrund ist nichts mehr, ne? Das müsste im Vordergrund sein. Was ist das hier? Das weiß ich auch nicht. Sieht aus wie so ein bisschen Degen-mäßig oder sowas, aber ist es glaube ich nicht. Das Ding hier weiß ich auch nicht. Das sieht aus wie Schwerter, Dolche. Das eine Teil fehlt. Da ist es. Auf dem Helm. Natürlich in der Mitte, wo man es natürlich eigentlich direkt vor der Nase hat. Und trotzdem, naja. Okay. Können wir das... Sammle 3 Energiekristalle. Was? Was nehme ich mit? Die Armbrust muss ich... Fertig mal mit der Schnur. Okay. Das ist genau meine Art von Waffe. Ich muss sie nur noch zusammensetzen. Okay. Das Seil kann ich jetzt aber nicht benutzen. Das Seil muss ich eigentlich mit Dings benutzen. Den Enterhaken. Achso, und dann da. Okay. Spannen und mitnehmen. Okay, und jetzt kann ich mir einen Weg darüber schießen. Einspannen.
Was steht da denn? Stand back, Monster! Camilla! The Koshmar brought her to life! My dear Sylvia, Gabriel told us all about you. I won't let you hurt anyone else. As if you're one to talk, Alonso. You've hurt us more than any of them. Redeem yourself. Kill her! Oh, oh. Das geht ja schon wieder gut los. Okay, ich muss mir das mal angucken, aber ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!